Leute, etwas völlig Verrücktes wird in Apex Legends getestet und gerade auf den größeren Maps könnte das Sinn machen. Einige von euch hatten die Idee schon mal bei mir im Livestream, im Chat geäußert. Die Idee fand ich an sich gar nicht mal so verkehrt. Um was geht's genau? Bevor ich euch das natürlich verrate, regelmäßig schalten viele von euch ein, die noch nicht abonniert haben. Ihr schaltet eh ein, also würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal natürlich auch abonniert. Und zum Start von Season 19 verlose ich natürlich wieder Coins. Einmal 1000, einmal 6700 Coins und einmal 11.500 Coins. Ihr müsst dafür auf jeden Fall meinen Kanal auf YouTube abonniert haben, ganz wichtig. Und die Verlosung findet auch nur auf YouTube statt. Ganz wichtig, dass ihr da Bescheid wisst, was wird getestet. Wann genau das kommt, soll natürlich noch unklar sein oder ob das vielleicht nur eine Testphase bleibt, die nicht realisiert wird, kann ich euch nicht sagen, aber es ist keine schlechte Idee, um vorzubeugen, dass die Leute immer an denselben POIs bei einer bestimmten Flugroute landen. Es wird getestet, zwei Landeschiffe mit verschiedenen Routen, das heißt 30 Teams, 15 in dem einen, 15, wir haben 60 Spieler. 20 Teams, Entschuldigung, völlig verrechnet. 20 Teams, 10 in dem Landeschiff, 20 in dem Landeschiff. Und dann geht's los. Und dann kreuzen die sich vielleicht irgendwo. Und so wird sichergestellt, dass wahrscheinlich die ganzen Squads sich gleichmäßiger über der Map verteilen. Zusätzlich wird ebenfalls etwas getestet, was ich jetzt nicht ganz so feiere. Ich wäre eher ein Freund dafür und auch viele Pro-Gamer haben gesagt, Mensch, eigentlich sollte man das deaktivieren, um auch da zu vermeiden, dass zu viele an demselben Spot landen, nämlich Hot Zones. Auch Hot Zones werden zwei getestet, die sich auf verschiedenen Standorten der Map befinden. Das würde ich als nicht ganz so geil empfinden. Wahrscheinlich wird es so sein, Landeschiff A hat eine Hotzone in der Nähe und das zweite Landeschiff ebenfalls eine Hotzone in der Nähe, sodass sich das gleichmäßig verteilt. Dennoch bin ich der Meinung, zwei Landeschiffe ist an sich keine schlechte Idee, zumindest auf den größeren Maps. Auf Kings Canyon meiner Meinung nach macht das jetzt absolut keinen Sinn. Vielleicht ist das aber auch etwas, was mit der neuen Battle Royale Map District passieren könnte. Wer die letzten Videos verpasst hat, der sollte unbedingt die Videos von gestern sich nochmal reinziehen. Dort rede ich nochmal explizit über die neue Titanfall Battle Royale Map aus dem Bereich Angel City Titanfall. Wie gesagt, ich habe es nie gespielt, aber weiterhin wird mir von vielen von euch angeraten, spiel's mal durch, die Story wenigstens. Und ich glaube, wenn es demnächst mal wieder eine Flaute in Apex Legends gibt, werde ich mir wahrscheinlich das mal antun. Ob ich das dann als Video hochlade oder einfach nur Livestreame, muss ich mal sehen, je nachdem wie eure Reaktionen diesbezüglich sind. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob das realisiert wird. Ich würde es geil finden mit zwei Landungsschiffen, zwei Hotspots, würde ich mega, mega bescheiden finden. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ach und Akimbo P2020 soll übrigens auch im Test sein. Ob das jetzt Sinn macht, dass man Akimbo-Waffen ins Spiel einfügen muss, das wage ich stark zu bezweifeln. Da bin ich jetzt kein Fan von. Vielleicht als Spezialfähigkeit für irgendeine Legende könnte ich mir das vorstellen. Aber ansonsten würde ich das nicht feiern, wenn Akimbo-Waffen in Apex Legends reinkommen. Auch wenn es nur die P2020 ist. Egal, wenn du damit richtig triffst, machst du wahrscheinlich alles platt. Schreibt bitte mal in die Kommentare, was haltet ihr von zwei Dropshippen? Chips? Zwei Dropshippen? Das ist eine schöne Mehrzahl. Zwei Dropships, zwei Hotzonen. Wie gesagt, auf Stormpoint könnte ich mir das vorstellen. Broken Moon könnte ich mir vorstellen. Die neue Battle Royale Map. Vielleicht kommt es auch nur für die neue Battle Royale Map. Weil jede Map hat irgendwo etwas Einzigartiges, was es auf anderen Maps nicht gibt. Und wenn es nur die Loot-Ticks sind, die wir auf Kings Canyon zum Beispiel finden. Oder die Roboter auf Olympus, gibt es ja auch nicht auf jeder Map. Ja, das ist so meine Meinung dazu. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr zu sagen habt. Verbleibe mit freundlichen Grüßen, wünsche euch ein mega, mega geiles Wochenende, schon mal einen schönen Start. Und das war's von mir. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Haut rein, ciao.